Ich habe einfach das Beste genommen. Wenn wir natürlich jetzt schwer spielen gewinnen, ist mir scheißegal. Ich habe einfach in die Kiste gegriffen und alles genommen. Einfach alle Farben richtig genommen. Richtig so. Das ist ja ein Wettbewerb. Also ich würde meinen Nerd, wenn ich diese Pusche sehe, ich würde meinen Nerd komplett einpuscheln. Von oben bis unten. Haben. Alles festkleben. Hab das Bunteste und das Glitzernde genommen. Ohne auf Rücksicht auf Verluste zu achten. Ja doch, mein wie Gott. Wie sie sich freut, dass sie jetzt wirklich... Ich war mal wieder böse. Böse sein macht mich ein bisschen geil. Das ist so Valentina, Alter. Ja, was denkst du, was sie vielleicht bei Sex für Rollenspiele hatten mit ihrem Verlobten? Ich bin mir sicher, Valentina braucht auf jeden Fall einfach einen umdrehbaren Sessel und eine rasierte Katze. Ich denke viel zu darüber nach gerade. Komplett das Gegenteil. Oh, wahrscheinlich. Ich bin die Unschuld vom Lande. Ja. Nenn mich Heidi. Neben Kostümen braucht's auch super Identitäten. Du bist Rocketman, du bist die erste menschliche Rakete und ich hätte gesagt, ich brauche ein paar Bänder für dein Cape zum Drauftun, aber das ist so dein Triebwerk, du fliegst so durchs Weltall. Beth ist da komplett aufgegangen. Ich merke schon. Die hat eine ganze Story gebastelt mit Prequels noch am besten. Und Multiverse-Theorien ja. Und ja. Das erinnert mich gerade an Gianni Kamikaze, die hat ja immer solche Bänder mit denen so durch die Gegend. Das ist so eins bräuchtest du dort. Ja. Du hast doch schon drei Abzeichen. Oh, das ist aber auch gefährlich, oder? Ja, in Kombination mit diesem Anzug. Der war wahrscheinlich brandneu. Da, es sind so viele Leute auf diesem Teppich ausgerutscht. Das ist nicht das erste Mal. Ich habe das schon zweimal gesehen in der Staffel. Sterne? Ja. Ja, klar. Und Dominiks Kraft? Hast du was überlegt? Ich überlege immer noch. Aber farblich passen sie. Also, was gibt es? Man kann fliegen. Fantasy-Autor. Es ist halt schwierig, wenn immer nur ich nachdenken muss. Irgendeinen Superheldennamen. Was hättest du, wenn du die Welt retten könntest? Dominik nimmt das alles auch ein bisschen zu ernst. Warte. Nee, er möchte halt nicht verkacken nach dem letzten Mal. Weißt du? Ja, da ist die Leichtigkeit weg. Ja. Schreibblockade. Was gibt's denn blau? Jetzt hatte ich gerade was. Vielleicht der Wasserbringer so überall da, wo es gibt auch immer wieder Ozone so trocken. Boy. Aber guter Gedanke. Gebiete, gerade brennen Wälder und so. Water Saver, klingt doch gut. Ja? Hast du Water das Kostüm? Saver, nimm mir Water Saver. Ich hatte es an zur Ausstrahlung der Show. Du hast es nicht mitgebracht heute. Das macht mich ja ein bisschen traurig. Da hätte ich einen anderen Namen genommen. Da hätte ich ihn den Super Soaker genannt oder so. Super Soaker. Der Wasserspender ist getauft und die Heldengeburtsstunde fast um. Jetzt geht's an den Feindschiff. Gesicht anziehen. Das klingt schlimm. Oh Gott. Oh, nicht, dass der Bart da eingequetscht wird. Wir haben sogar Fotos. Fantastisch. Sehr geil. Geil. Du, sehr gut. Ist das dieses... ist das dieses modulare Ding? Ja, Nothing natürlich Phone. Ist es das. Das haben die tatsächlich gebaut? Das Nothing Phone? Ja, klar. Ja, echt geil. Die zweite Variante ist schon draußen. Krass, geil. Die Brille kurz abnehmen? Gesicht ich kann es leichter. Chat, Alter. Du kannst ja sonst ansonsten die Brille dann wieder drüber ziehen. Okay, perfekt. Naja, kommt drauf an, von wo man guckt. Brille wieder aufsetzen. Hast du es falsch rum angezogen? Ich glaube, das ist egal. Ich habe da jetzt nicht gedacht. Ach, Dominik. Ich dachte mir so, nee, das kann jetzt... Hä, aber das musst du spielerisch an der Stelle mitnehmen und daraus eine Superkraft machen. Ja. Er ist nämlich nicht nur der Water Saver, sondern er ist auch, eine seiner Superkräfte ist, alles auf links drehen zu können. Weißt du, auch seine Gegner kann er einfach auf links drehen. New Fear unlocked, Alter. Auf links gedreht war es gar nicht, das war einfach nur von hinten. Der Reis, also der Zip hätte anscheinend hinten gehört. Ah! Wussten viele von uns du weißt nicht. Doch, wie ein Morph-Suit aussieht. Uno Reverse, Mann. Der Chat weiß Bescheid. Alter, kein Uno mehr. Das wäre auch fantastisch gewesen. Ich zucke bei Uno. Wahr sein. Jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass du jetzt hier vorne was drauf machst. No you. Du hast falsch rum angezogen. Ja, also was wir hier zusammen gemacht. Oh, Sekunde. Zusammengewurschtelt. Es ist gar nicht so einfach, da rein und raus zu kommen. Ach, Dominik. Was soll man da machen? Was soll man aus hier werden, wollte sie eigentlich sagen. Das gefällt mir nicht, das muss ab. Okay, das wird ja gerade cool. Haben, okay. Hat was auf Ninja-mäßiges. Hey, habt ihr irgendwas, was ihr nicht braucht? Eventuell? Nein. Okay. Jetzt kommt die Intro-Szene. Jetzt ist Eskalation.
Hör doch mal auf, Alter. Was stimmt mit dir nicht, du kleine Bitch, Alter? Du kleine Bitch, Alter. Das war ja... Digga, die agieren auf so eine natürliche Art und Weise so miteinander. Das ist das sie denken können, schon sie so werden Best Friends. Beiläufig, ja. Das ist so Best Friends, oh. Ja, böse in meinem Kopf ist das jetzt. In meinem Kopf sind die beiden jetzt Best Friends und reden halt einfach genau so miteinander. Wirklich so lächerlich. Ich hätte es mir auch eigentlich schon denken können, dass irgendjemand da reinspringt. Ich fand's lustig, weil sie hat sich aufgeregt. Sie hat damit nicht gerechnet. Ich hab sie aber wir haben alle geteilt und hergegeben, wenn wir es nicht gebraucht haben oder wenn jemand mal kurz eine Nadel gebraucht hat. Haben wir alles untereinander geteilt. Ja. Nur ich wäre da ja richtig durchtrieben gewesen, ne? Ich wäre da reingegangen und hätte nicht sie gefragt, ob ich die Farben nehmen darf. Marco. Ich hätte ihn gefragt. Ja, aber damit bringst du ihn ja auch in die Bredouille. Ja, was deine Reaktion gewesen wäre? Ja. Ja, und, aber genau, hätte er genau, ja gesagt, dann hätte er von ihr Stress bekommen. Das wäre ja, ziemlich gemein. Aber genau auf dem Level musst du fighten. Das ist ziemlich arschig von dir. Ja, so. Du, was meinst du, wenn ich in so einem Haus wäre, was da abgehen würde? Hm. Wenn da einer Stress macht. Olli ist der Keil. Man nennt ihn auch den Keil. Ja, ich würde dich gerne und Farmzüge in so ein Haus setzen. Du würdest dich darum kümmern. Farmzüge würde alle Leute coachen. Das Ding so ist ein Quatsch. Die würden beide hinterher rausgehen und hätten zwei Kampagnen Pen and Paper gespielt und ein neues Brettspiel erfunden. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte, als ob die sich langweilen würden da drinnen. Ausgerechnet Olli. Kann Olli irgendwo hinsetzen, 8 Stunden später abholen. War ein super Tag. Ja, ist wirklich so. Stimmt. Da wäre Command ist sogar noch richtig. Der was? Der Wer? Wer Command. Ah ja, stimmt. Das war Olli Flono. Oh Mann, oh. Ja, er tappt die Brenda. Ist da wie so eine euphorische Kleine reingerannt, die gerade 14 geworden ist, ihr Lolli nicht bekommen hat. Und ich bin stolz auf den Move und ich will es auch immer wieder machen. So. Nur bei der stolz Valentina, auf ne? Den Move. Will dir nicht mal ihre Farben teilen, die Alter, was? Zickenkrieg, weil sie einfach ein kleines Kind ist. Guck mal, ich habe sogar Blautöne gegriffen. Wenn sie nicht teilen will, dann muss ich sie halt zwingen zu teilen. So. Nee, das ist Diebstahl. Technisch gesehen ist es Diebstahl, wenn es ihr gar nicht gehört? Nein, ich meine, wenn jemand nicht teilen will, dann muss ich ihn halt zwingen zu teilen, ist Diebstahl. Macht sie das technisch gesehen nicht sogar zu Robin Hood? Wenn sie es selber benutzt, den nein. Gibst den Arm. Aber teilen ist das, dass du es dann gut finden sollst, dass jemand dir die Hälfte wegnimmt. Aber wenn sie es jetzt weitergibt, dann ja. Ist sie Robin Hood. Ja. Ich kann diese Frau einfach nicht ernst nehmen, wirklich nicht. Ich mach mal zu die Tür, schließ die ab. Überraschungskommunismus. Ich werde das hier. Die kleine, dreckige Bitch. Surprise-Kommunismus. Eine Ho, Alter, ich schwör. Ah, weitere Kunden des Bastelkram-Selbstbedienungsladens gehen leer aus. Ich könnte kotzen, Alter. Unnormal ekelhaft. Voll ekelhaft. Die hat sich einfach eingesperrt, Alter. Ja. Valentina in Dings, damit keiner was nehmen kann von ihr. Oh mein Gott. Sie hat sich eingesperrt in ihr Zimmer. Valentina? Ja. Finde ich einfach, mega, mega assi und auch ein bisschen egoistisch, einfach dann irgendwie alle Sachen zu nehmen, sich ins Zimmer zu sperren und dann da einfach sein Ding zu machen. So voll unnötig. Bevor es auf Superheldenmission geht, bittet Beauty-Küken Brenda Muffel Mike zur Aussprache. Wieso hat er denn das Herz im Schnitt? Setz dich am besten hier hin, ja, dann hab ich dich vor Augen. Kommt noch. Ich guck da jetzt gerade nur hin. Da kannst also du jetzt nicht mehr weggucken. Gestern ging mir das echt schon so an die Nieren, den Streit mit Valentina. Und ich glaube, wenn du da an meiner Seite gewesen wärst, hättest du mich da vielleicht Mr. Lover von abhalten können oder mich sogar beruhigen können oder mich ablenken können. Wir sind ja alle so neidisch darauf, ja, wenn du mir gestern hier noch sitzen, ganzen Leute. Ganz normal reden, ja, heute Morgen ja, auch ganz normal ja, reden. Ja, und dann ja. Ich hab das übrigens als Klingelton für dich, Schatz. Ja, mega, oh, jetzt bin ich schwindelig. Ich hab mich davon einfach weggestoßen gefühlt. Im Sinne von, ich hab grad keinen Bock auf dich, geh du mal, mach mal dein Ding. So juckt mich nicht, was gerade mit dir passiert. Hab halt so das Gefühl, dass ich deine zweite Wahl bin. Dass du die Alex so vor mich stellst und lieber mit ihr Zeit verbringst und lieber mit ihr quatsch, anstatt mit mir so. Und das macht mich auch voll traurig, weißt du, was ich meine? Ich hab keine Ahnung, warum du zur Eifersucht schiebst irgendwie. Ich bin nicht eifersüchtig, das hat nichts mit Eifersucht. Da kommen jetzt aber auch gerade die denkbar schlechtesten Partner aufeinander, ne? Mhm. Eine noch nicht emotional gesettelt genug, ja. Und er vielleicht in der Kommunikation nicht in der Wortwahl der cleverste. Ja, aber sie reden wenigstens miteinander und ja. Schlucken nicht alles runter. Hast du recht, es ist besser, dass sie miteinander reden, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das nicht schlechter macht an der Stelle. Das muss man Brenda anrechnen, dass sie wirklich immer den Diskurs gesucht hat mit ihm.
zu tun. Das ist halt, manchmal passt es halt auch einfach nicht. Team sind. Ich will, dass du in so einer Situation, falls sie noch mal vorkommen sollte, mich da einfach ein bisschen beruhigst, weil das schwächt ja auch unser Team, dass ich mich mit deren streite. Aber das verstehe ich. Uns ja automatisch auf den Kicker, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe die Aussprache bewusst vor der Challenge gemacht, damit wir beide dann freien Kopf haben, damit wir das Ding rocken können. Just Team-Küken-Thing. Und was ist deine Gefühlslage zu der Alex? Komm, sei ehrlich. Oh. Sei ehrlich zu mir. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie. Schmetterlinge im Bauch? Ja, das nicht so ganz, aber. Aber du bist schon gerne in ihrer Nähe und redest auch schon gerne mit ihr. Und ja. Sie ist ja auch dein Typ, so, ne? Ja. Okay. Ich wäre ja auch nicht unattraktiv und so. Du bist ja nicht hässlich. Für mich bist du auch der hübscheste Nerd hier im Haus. No. Ja. Ich hab euch das von Anfang an gesagt. Er ist ein Magnet. Ich habe halt Cosplayer halt und Mike hat halt zugehört, aber ich weiß auch, dass es Olli war auf solchen Partys. Es sind die Augen. Trust me. Ja, dieses Wille Wallo denken von dir, was du da nicht los willst. Und Challenge ist Challenge, da müssen wir uns einfach beide zusammenreißen und das Ding rocken. Einiges an Stories gehört. Ich habe ein paar Cosplay Leute bei mir im Freundeskreis und das Ding, die, also Beauty and the Nerd hat es für mich komplett versaut. Das sind alles nur noch Bums-Conventions. Nächste Gamescom. Und diese Dinge kloppen. Ja, Gamescom, aber halt auch Polaris. Da ist gerade übrigens die Anmeldung für den Cosplay-Contest. Ja, aber ich habe jetzt auch irgendwie eine andere Art von Verantwortung, Digga. Wenn wir Cosplay-Village besuchen, dann müssen wir, weiß ich nicht, da hole ich hier so nimmst ein 500er-Pack und verteile das unter den Leuten. Ey, Leute, passt auf euch auf. Wirklich. Hier, kein Schwarz. Passt auf euch auf. Digga, wirklich. Passt auf euch auf. Komm hier, ich hab hier eine Banane, wir üben das mal. Könnt ihr nicht einfach beim, wenn das auf der Polaris mit den Stand klappt, dort so ein riesen Glas mit Kondom hinstellen? Ja. Bitte? Zusammenreißen und das Ding rocken. Goodie-Schale. Ja. Und diese Dinger kloppen. Willkommen Einhörner töten. Abgehobene Beauty. Pinatas. Dem Blinzkampf zwischen Supernerds und Pinatas. Die Beauties müssen auf dem Trampolin abheben. Die sind ja mega. Nur springend können sie das Spielgeschehen mit ansehen und ihren Nerds Zielanweisungen geben. Jetzt recht! Gesucht werden jeweils drei Accessoires. Das Team, dessen Beauty sie am schnellsten trägt, gewinnt die Hohlkörperprügelei. Wieso nicht in allem was drinnen? Wenn du Pech hast, hast du halt in der letzten Pinata dann. Ja. Dominik ist heute der aber das dann auch noch zu finden und zu sehen, wenn es runterfällt. Aber hättest du sie einfach wild drauf losgedurft? Also hättest du einfach reingehen können und einfach wild um dich schwingen können? Ja, hätte ich, aber ich habe nichts gesehen. Und vor mir lagen Heuballen. Das heißt, ich bin da auch drüber gestolpert. Ja, okay, alles klar. Das ist noch gemeiner als der Teppich. Okay. Eva? Hoffentlich wird es kein Schlag ins Wasser. Entschuldigung. Ich bin verletzt, Drage. Wen sehen wir hier? Hier seht ihr Amora. Ja. Wir haben hier Prinzessin Love Fee. Mein Held ist auf jeden Fall der Superheld. Nämlich der Dude-Superheld für Toleranz. Was? Sie hat den Superheld für Toleranz? Mhm. Was? Könnte ich bitte den Mocktail mit Alkohol haben? Mein Nerd heißt Ocean. Nee. Du musst halt noch fahren. Ja, ist auch viel zu früh dafür. Ich hab Fragen. Hat jemand von euch American Horror Stories gesehen? Ja! Hashtag Fetischparty. Ich bin froh, dass sie nicht den schwarzen Anzug gewählt hat, denn wer von euch American Horror Stories gesehen hat, der wüsste jetzt, wer das ist. Oh mein Gott. Aber wenn der heute noch irgendwohin zum Einsatz kommt, dann kommt dort ein... In diesem Bunker, ne, war das? Ja, guck mal. In der ersten Staffel schon in dem Haus. Naja, stimmt. Da war er schon, da hat er ja geschwängert. Ja. Aber jetzt in dem Bunker war er trotzdem denk nochmal, dran, dich zu muten, genau. Sehr gut. Govalax schreibt schon ganz richtig, hier ins Berghain käme er. Bedeutet so viel wie Ozean im Herzen. Wir denken nicht mit dem Schwanz, wir denken mit dem Herzen. Stark. Das ist ein großes Herz. Jetzt steht viel auf dem Spiel. Oh Gott, ist das, ich schwöre, ich sterbe. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, werden wir zu 110% nominiert von den anderen und das wollen wir natürlich nicht. Aber auch Team Küken ist ehrgeizig. Wir haben schon so einen kleinen Druck, weil wir den Sieg niemand anderen gönnen als uns beiden. Ah, darum auch der verbissene Blick. Ist richtig. Wenn ich sage Schlag, dann Schlag. Hör gar nicht auf. Ich will es nur nicht die ganze Zeit also wiederholen müssen. Okay. Ja, das hast du. Ja. Was machen wir jetzt? Ich sag dir, was wir jetzt machen. Ich hab 15 Mal gesagt, ist okay. Ich war von gestern noch extrem durch, weil ein anstrengender und komischer Tag. Ich sag's dir auch gerne noch 20.000 Mal.
wenn es uns hilft, hier die Challenge zu gewinnen. Mike, danke. Sehr gut. Thumbnail steht. Ja. Ich bin gerade noch übelst gestresst, weil ich hasse, Bin zu sein. Ist okay. Mach einfach dein Ding, ey. Vergiss doch einfach mal den gestrigen Tag. Heute ist heute und das, was kommt, auf das fokussieren wir uns, oder? Wir lassen doch nicht hier immer die alten Geschichten aus dem Mit Kasten. Was hauen sie denn da drauf? Das sieht viel zu... Möchte gern Lichtschwerter? Das ist so Plastikgedöns, das geht doch kaputt. Aber das unten dran ist Besenstiel, oder? Das ist so ein, zum Einhaken da. Ich glaube, das ist von so einem Swiffer, so ein ganz dünnes Blech-Metall-Plastik-Ding. Vor dir, haut drauf, drauf! Ja, 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 genau da, genau da! Draufhauen, draufhauen! Geradeaus, geradeaus, vor dir ist eine, bleib stehen, bleib stehen! Genau, Olivia, genau, oh mein Gott! Das ist erlaubt? Ist er runtergefallen? Nein, lauf, weiter, weiter, weiter! Ja, so ist gut, hau richtig drauf! Ich liebe sein Outfit. Kann mit dem Schwert umgehen. Aber ich hätte ihm zwei Space Buns gemacht, das hätte mehr gepasst zum Outfit. Ja, feste, feste! So. Kühnes und hau! Ja, sie zerreißt es! Also unsere Motivation ist einfach, nicht noch einmal zu schwitzen und irgendwie in eine Situation zu geraten. Ist das das Licht oder ist er mit Sonnenbrille in der Sonne gewesen? Ist das Licht. Das ist Licht, oder? Ja. Vielleicht hat er so Bronze-Zeugs. Raten, wo wir zittern müssen, nominiert zu werden. Ja, feste, feste. Ja, feste. Oh! Oh, Digga! Wow. Das aber! Boah, das war ein guter Treffer, Flo. Du magst, also ganz kurz, magst du Einhörner? Ich habe gerade nicht das Gefühl. Wenn ich gewusst hätte, dass es Einhörner wären, hätte ich nicht so zugeschlagen vielleicht. Sterne. Sehr gut, bist aber du ja sympathisch. This is not how Pinata works. Ah, ja, ja, geradeaus, nach vor dir, vor dir! Boah! Wir sind sehr, sehr gut als Team. Ja, wir haben jeden Tag sehr gut. Schneller zu sein. Hat nicht das erste Mal sowas in der Hand, habe ich das Gefühl. Er hat schon mal ein Schwert geschwungen. Aufstehen, ich sehe dich nicht! Ja! Ich werde immer auf sie. Ja. Ah, bei Chris ist das übrigens, schreibt der Chat gerade, eine Pigmentstörung. Ah, ja. Danke fürs Aufklären. Ah, wir waren uns nämlich gerade nicht sicher, ob es das Licht der Kamera war oder ob er mit Sonnenbrille vielleicht in der Sonne war. Nein, oder so. Das war bei Chris. Beverly hat diese Pigmentstörung auch, ich auch. Ja, nicht so ich hab, ausgeprägt. Ich habe auch eine Pigmentstörung tatsächlich. Und bei Chris ist sie vor allem um die Augen halt deutlich sichtbar, bei Beverly meistens auf den Beinen. Ah. Ich hatte früher zum Beispiel ein weißes Büschel Haare im Hinterkopf. Ach, krass. Nur so weiße Flecken. Crazy. Sind mit der Pubertät recht gut weggegangen. Witzig. Und jetzt, wenn ich bräuner wäre, zieht man es im Gesicht wieder, dass ich auch um die Augen so ein bisschen heller bleibe. Ah, siehst du, ich habe hier tatsächlich an der Schulter eine. Mein Cousin, und das ist jetzt kein schlechter Scherz und keine schlechte Überleitung, aber wenn ihr mal im Berghain seid... Und ihr seht, wenn man dort reinkommt. Und ihr seht einen DJ, der eine Pigmentstörung hat, die sich quasi vom linken Auge an bis zur Wange hier so über das Auge legt. Das ist mein Cousin. Ah ja. Könnt ihr mal grüßen. Guck an. Ich glaube, da ist was drin. Feste, feste, feste. Dominik gibt. Warum ist sie denn eigentlich die Einzige, die nicht springen musste auf den Trampolin? Konnte sie rübergucken? Wenn man steht und recht groß ist, sieht man wahrscheinlich die Pinatas oben. Ah, weil alles, was am da Boden dann passiert. Am Stock erkennen, wo der Nerd steht und dann da. Ist ja wie so ein Fremdführer mit seinem Schirm. Einfach immer laufen. Ja, geil. Sein Bestes, Festes. Doch dann Oh nein! Ein Entwaffnungszauber. Ja! Und mein Stab? Expelliarmus! Und mein Stab? Ich hab einen Schwalon. Kein Problem, wir holen das Stöckchen. Wie nett. Sehr gut. So, weiter! Hat er ein Ohrring? Aber Water Saver hat zu feuchte Flossen. Ja. Oh, Mann, ey. Warum flippt das Ding Was weg? Was machst du denn mit deinem Stab? Ja. Dominik, ich glaube auch tatsächlich, dass so Dominik sagt einem auch so Hallo, so. Dieser Griff mit dem toten Fisch, weißt du? Mm, ich weiß, was du meinst. Eventuell ist er einfach nicht gewöhnt, das richtig festzuhalten. Dominik, dein Stab. Das letzte Mal. Ja. Feste. Jawohl, und nochmal. Ja, heute brauchst du als Autor ja auch nicht mehr so viel Kraft in den Händen. Früher war das anders. Oh Mann, ey. Mein Stab. Ach komm, Bruder, ey, jetzt, also. Genau, ich glaube, ich wäre schon ausgerastet. Diese Besenstiele haben danach auch ausgesehen, die waren dann so. Ja, waren die aus Plastik? Nein, aus Alu. Ja, siehst du, wie von so einem Swiffer. Aber sie ist ruhig geblieben, finde ich. Was passiert denn da? Das ist mit dem Outfit auch alles nur so schlimm. Das ist leicht verstörend. Aber seht ihr diese stramme Beinmuskulatur und die Waden? Das ist ein guter Shot gerade. Du hattest manchmal das Problem, dass du die Pinata abgeschlagen hast, aber sie war noch nicht offen. Ah. Und dann sind wir da gestanden und haben darauf eingeschlagen, bis die irgendwann mal aufgegangen ist. Oh, wow. Die Beauties durften erst hin, wenn sie die Teile gesehen haben. Okay. Boah, die auf dem Heubalken, genau.
Ja, hau weiter. Das ist schon ein fantastisches Bild. Hau weiter, die toll. Sind kaputt. Mein Stab ist, glaube ich, schrott. Okay, warte, ja, zum nächsten Pinata. Ich brauche einen neuen Stab. Ah, er ist ehemaliger Fußballer. Ich kann, ich habe keinen Stab. Das erklärt's. Danke, Stoppel. Es ist Gold. Digga, geh doch kaputt. Ja. Die Arme der Unterdrückung. In Amora wächst blinde Wut. Vielleicht hast du es, komm. Kühne, weil es ist sehr windig. Hart und haltungswert. Auf jeden Fall. Fantastisch. Du nicht so einfach. Ja, sehr gut. Komm. Aber kann auch sein, dass da auch nicht. Ah, Headshot. Doch, jetzt gut, warte, mach Pause. Oh Gott, die Arme. Eine gute Idee. Bewegung scheint ihr Kryptonit zu sein. Ja, ja, habt ihr mal geguckt, wie sie, die hat sich ausgepowert. Ja. Ruhig. Oh nein. Alles in der Sonne. Wie, aber es ist heiß, oder? Ja. In der Sonne wird's warm, mit der Sonne noch, überleg mal, so ein Morphsuit, Digga, der ist null Atmung. Ja, ja, ja. Wobei, ich glaube, da ist ganz gut Wind auf Zypern, oder? Ja, aber es macht's ja nicht besser. Das ist auch das Problem gewesen, wenn man uns immer mit den Decken sieht, es ist halt extrem windig gewesen. Sobald die Sonne weg ist und der Wind da ist, wird's arschkalt. Das glaube ich gern. Ich kann grad gar nicht. Haben sie was zu trinken? Gesundheit geht vor. Ab hier übernimmt das medizinische Personal. Voilà, Krise. Er hat zu wenig getrunken wahrscheinlich. Ja. Können Sie mal die Brille abnehmen? Trink mal ruhig, alles gut, ich bin bei. Das ist eigentlich witzig, dass sie immer noch die Brille auf hat. Warum denn? Damit sie nicht zieht. Okay. Also, logischerweise. Ja, ja, ja. Die Alex ist halt so, die ist sehr ehrgeizig, sehr, sehr ehrgeizig. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann geht sie schnell hoch. Ah, jetzt sieht man's. Ich mache auf jeden Fall weiter, es geht jetzt auch gleich wieder. Also du kannst dir auch Zeit lassen dabei, okay? Ich hatte nur das Ziel vor Augen. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich durch da kommen. Und, ich mag ihre Jacke. Ja, auch, dass, endlich, dass es endlich Jacke, vorbei ist, dass ich da endlich aus dieser Situation raus kann. Chat, ihr habt doch bestimmt irgendeine App auf dem Handy, womit ihr rausfinden könnt, wo die Jacke her ist. Ich möchte die Jacke haben. Welche Jacke? Die rosane mit dem Blümchen drauf. Im Interview. Guck mal jetzt. Mit der Mucke ist dann einfach auch... Gold. Ja. Generell, die Zeitlupenbilder machen es halt in dem Moment auch einfach, ne? Mehr Zerstörung als Wut zeigt die Konkurrenz. Sauber, weiter. Boah, aber König Shiba sagt, die Jacke ist wahrscheinlich von Zara. Aber bei ihm haben sie wirklich halt die Chance verpasst, ihm zu dem Outfit, zu den Tutu Space Buns zu machen. Das war. Stopp. Hätte eine Pinata dann noch hängen. Das sind zwei. Okay. Aber du hattest auch einen guten Schlinger drauf, muss ich sagen. Also da ich Pinata, ist der erste Schlag war insane, Alter. Einmal habe ich daneben geschlagen. Wow, okay, krass. Okay, krass. Boah, ich hab mich angepisst. Das heißt, man lädt dich nie auf den Kindergeburtstag ein, du ziehst die Kinder ab. Ist das schon mal passiert? komm. Ja, ich kann nicht so schnell die Chance. Hä? Ich hab Fragen. Okay, fertig. Ich hatte auch so viele Fragen. Was ist los? Warum sollte man als erwachsener Mann auf den Kindergeburtstag eingeladen werden, um an einer Pinata teilzunehmen? Ich weiß nicht, wenn halt vielleicht deine Nichte Geburtstag feiert und deine Nichte halt sagt so, ey, komm, du machst jetzt hier mit für mich. Okay, aber du machst doch bei den Spielen nicht mit, oder? Wenn sie sich das wünscht, dann schon. Ja, okay, gut, hast du recht. Fertig. Ah, okay, Diadem, falsch um. Fertig. Mach nicht. Auf den Kopf. Digga, jetzt weiß ich, das Kostüm gibt mir Kick-Ass-Vibe. Ja, stimmt. Oh. Ja. Ich hab mich angepinkelt. Warum das denn? Das war so lustig. Ich stehe daneben, sie so, ich hab mich angepinkelt. Währenddessen habe ich auch für 30 Sekunden mal keine Anweisungen von ihr bekommen. Ja. Aber während sie sich angepinkelt hat. Und, aber warum hat sie sich denn angepinkelt? Vielleicht vor Lachen oder von so. Anstrengenden rauf und runter hüpfen, weil sie Beckenbodenmuskulatur extrem beanspruchen und so weiter. Und sobald was unten am Boden war, musste sie halt noch höher hüpfen und Beverly ist jetzt nicht die Größte. Foxcast, kannst du mir das bitte per PM schicken? Das wäre super lieb. Ist das alles Dankeschön. Klar. Dankeschön. Fertig. Lächeln. Alles gut. Oh Gott. Komm her, komm her. Was ist das? Ja, ich weiß. Ich bin deine bepinkelte Prinzessin. Alright. Mama ist stolz. Und Amora ist aggro. Wow. Oh mein Gott. Am Ende zählt die schnellste Zeit. Doch nach ihrer schwachen Vorstellung hat Nerdin Alex den Nominierungsschutz schon abgehakt. Woher weiß man denn nicht? Was ist das für eine Dreckscheiße, ey?
ehrgeizig auf jeden Fall. Ganz kurze Frage. Chris Broy schreibt gerade, guten Morgen. Flo, ich bin da. Such die Jacke. Jetzt muss ich euch, was denkt ihr, wer gewonnen hat von dem, was ihr so an Performance gesehen habt? Ja, also ich sag mal, wenn Flo war schon stark. Also ja. Wir gewöhnen uns auch langsam daran, dass wir gewinnen. Dass wir gewinnen. Ja, das auch jedes Mal verdient. Ich muss sagen, also wenn du sagst, du hast fast immer getroffen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du wieder in den Top 3 bist, Minimum. Oh, jetzt ist eine gute Frage. Wer kann also ich hatte das Gefühl, noch, Marco war auch ganz gut unterwegs, glaube ich. Oh nee, wer hat oft mit einem Schwert zu tun? Oh, ja. Als Laper. Ja, da sind schon ein paar gute Strikes. Hat man doch gar nicht gesehen. Nee. Fun Fact. Samuel ist, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal auf der ersten Lab gewesen. Oh. War bis dahin noch auf keiner. Er wollte immer schon. Auf welcher war er? Ist er auf Drachenfest? Nee, die ist ja erst nächste Woche, glaube ich. Anne kann WhatsApp schon, sagt Paul wahrscheinlich. Dominik hat nicht gewonnen. Ja. Alex auch nicht. Sind es offensichtlich nicht. Ich habe mich angepinkelt. Ich piss mich ein! Ich habe noch nie zwei Frauen gesehen, die sich so darüber gefreut haben, dass sie sich angepinkelt haben. Ja. Oh, ich sag alles für den Sieg, dann auch alles für den Sieg. Ich stehe ja zu konnte nur ihr Versprechen halten. Die Bauchbinden sind wirklich auf einem anderen Level. Alex hat die Challenge noch nicht verdaut. Ey, das war die größte Scheiße meines Lebens, ne? Ohne Witz. Hä? Ich bin gerade so ausgerastet, ne? Ohne Witz. Ich hab nichts, worüber ich mich gerade freuen kann, weil es mir gerade scheiße geht. Piep und geh jetzt zum Whirlpool, wenn du willst, kannst du mitkommen. Ja, gerne. Ich muss mich erstmal beruhigen, ey, wirklich. Das war auch so, das war so eine nette indirekte Aufforderung. Ja. Auch. Jetzt komm halt mit. Ich gehe jetzt in den Whirlpool, falls du mitkommen möchtest. Das ist aber genauso wie, ich hätte jetzt schon Durst auf einen Kaffee. Mhm. Ja, genau. Den hätte ich wirklich. Adieu, Amore. Aber es ist ein guter Plan, in den Whirlpool gehen, sich ein bisschen abwägen. Sobald man verheiratet ist, wirkt das nicht mehr. Trübsal und die schlechte Laune des pinken Grießbarts. Guten Morgen, Alexa. Brenda behält die beiden lieber im Auge. Oh. Bei Alex und Mike. Viel zu weit weg sind. Wie viel Magenta da in diesem Whirlpool dann einfach ist, ne? Am Ende. Ja, aber sobald die unter Wasser kommen, hast du so eine rosane Wolke. So. Was da läuft, da kommen wir alle noch nicht so dahinter. Was zur Hölle? Findet man das gut? Gefällt dir das? Nee, alles daran ist schlimm. Aber macht es nicht? Soll ich mir das die blindwütigen Supernerds. Du bist der Gast, wenn du da Bock drauf hast, mach das für dich. Stundenlang mach ich das für dich. Erfahren jetzt ihre Platzierung. Ja, genau, das wäre meine Reaktion auch gewesen. So haben wir heute abgeschnitten. Wer schützt sich vor dem Exit-Quiz? Live-Action. Sechster Platz. Ja, war klar. Chris und Alexandra. Ist aber auch. Ja, ich verstehe den Frust. Ich verstehe den Frust. 17 Minuten, boah, das ist. Sehr ehrgeizig, ja, aber. Halt 17 Minuten, boah, das ist. Quatsch, mach dir nichts draus. Langsam. So sieht echte Freude aus. Ja, wegen der Unterbrechung halt. Ja, klar. Da. Das war so klar. Bei den Schlechtesten dabei zu sein, ist schon sehr, sehr frustrierend und deprimierend. So. Vierter Platz. Und das Wichtige ist halt auch, sie hat halt trotzdem durchgezogen. Vierter! Ja, wir haben das Problem gehabt, in der vorletzten Pinata war das letzte Teil drin. Wir haben einfach permanent klagen müssen und es waren, glaube ich, sechs Pinatas noch. Ja. Also insgesamt da und... Ich kenne das von Dead by Daylight, wenn du halt die Maske um hast und versuchst, die loszuwerden und dann ist halt so im Letzten, da kriegst du sie dann los und dann stirbst du kurz vorher. So. Und man muss auch dazu sagen, trotz des Anpinkelns. Ich bin dabei. Ja. Eine halbe Minute lang kam keine Anweisung, so, hallo, bist du noch da? Pinkelt. Wahnsinn. Dritter Platz. Brenda und Mike. Oh, Moment. Oha. Oh, Moment. 20 Sekunden. Ich habe Angst jetzt. Oh, bitte nicht. Bitte lass ihn nicht selbst sein. Erster Platz.
ist auf jeden Fall Priorität. Ja, cool. Ich habe ja gesagt, die waren gut dabei. Ich hatte ein gutes Gefühl. Aber fällt es nicht, dass Setti mit den beiden so gut klarkommt. Da habe ich was gegen. Yes! Ja, ich habe gewusst, gut, dass Samuel das Ding reißt. 5 Sekunden. War auch wieder zwischen Platz 1 und Platz 4 waren... Okay. Ich finde das Mike super süß, wie 13, sie sich freut. Mike, zweiter Teil vom Thumbnail steht. Auch mit dem Blick von ihm. Einfach so. Dein Blick ist Gold. Fantastisch. Da, so sieht Glück aus. Ja. Ich kann dir auch sagen, was noch so aussieht. Bitte nicht zeigen. Oh mein Gott. Ich setz mich gleich um Olli. Valentina freut sich weniger. Ist trotzdem mit unserer Leistung zufrieden. Nein. Echt? Man ist nicht stolz, wenn man Zweiter ist. Oh, ja, das ist eine Mala. Falsche Einstellung. Die ist schon wieder falsch von dir. Schon wieder falsch. Darf ich deinen Mocktail trinken? Ja. Bitte was? Darf ich deinen Du kannst den haben. Aber ich sag mal, was also, wenn sie dabei nicht so eklig wäre. Ja, ne? Also man nimmt dir das auch noch ab? Ja, aber also an und für sich, ich sag mal, so Leute wie zum Beispiel, wer war denn das? War das Brad? Matt Fraser zum Beispiel. Ja. Matt Fraser sagt immer, außer dem ersten Platz gibt's nichts. Weil, wie sagt er immer? It feels shitty to be first of the losers. Als Zweiter. Ja, ich verstehe. Lernen. Das meine ich auch nicht böse, aber sonst sind wir immer Platz 2. Was willst du Platz 2 Das immer W steht für Winner. Morgen werden wir Erster. Nicht mit der Einstellung, wirklich. Hey, ich finde, er hat sich Abend gut geschlagen. Wird die abgenervte ja. Alex wieder etwas zugänglicher. 5 Sekunden. Ja, ich bin halt Team Hauptsache dabei. Bad luck, Alter. Komm mal, hör mal. Oh, das gibt doch schlecht Stress. Bloß unschuldiges Kuscheln? Oder tritt das Nerd-Titter-Tee in die Lüse? Brandes Blick war so göttlich. Eine Phase. Setti ist im Chat, wirklich? Setti ist da? Nehmt euch ein Zimmer. Ah. Deckt euch doch einfach zu. Wenn ihr was macht, dann macht es bitte unter der Decke. War das eine Einverständniserklärung? Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber beschweren kann ich jetzt auch nicht, sag ich mal. Ja. Stört dich das gerade, Brenda, dass die so... Ach Quatsch, ich bin doch die Einzige, die hier schreit, gönnt in deren Glück. Sapo, mach mal ganz kurz Pause. Echt? Wenn ihr sowas in dem Stil wie Setti sucht, guckt mal auf topvintage.de. Da findet ihr ganz viele Sachen. Da könnte das auch, also ein paar Sachen waren da schon... die ich dort auch gesehen hatte. Ich muss mir jetzt Gedanken machen, wo ich schlafe. Ich wurde einfach eiskalt aus meinem Bett gescheucht. Ey, ohne Witz. Es könnte für Brenda ja auch gut laufen. Meinst du mit Chris? Ja, wer weiß. Papa? Ja. Ja, wieso? Einfach, 15 einfach. Jahre Unterschied. Warte, wir müssen es kurz klären. Ich habe die Rechnung schon wieder vergessen. Alter durch 2 plus 7. Genau, Alter durch 7 plus 2. 33. Moment. Alter. Moment. Problematisch. Halt, problematisch. Das ist richtig schwierig, wenn du 20 bist, Bruder. Ich weiß. 16,5 plus 7. Ja, ja, ja. 23,5. Ja, okay, 7. Aber also ich meine, Brenda und Chris, das würde, also ich würde das shippen. Ja. Ja. Ne, sag ich ja. Ja, aber ohne Witz, würdest du hier schlafen wollen? Also, ey, was sollen wir denn machen? Keine Ahnung. Meinen es die Pink-Schöpfe wirklich ernst oder machen sie bloß Spaß? An den Mitbewohnern nagt die Neugier. Also schlaft ihr jetzt zusammen? Dürft ihr das? Dürft ihr eure Bettchen aufteilen? Es gibt halt keine Regeln, wo wer zu schlafen hat, glaube ich, oder? Denke ich. Weiß ich nicht, glaube, aber vielleicht wird die Regie dann irgendwann sagen, denkt bitte dran, ihr seid ein Team, ihr müsst schon in einem Bett pennen, das kann gut sein. Also die Leute, die draußen im Daybed schlafen mussten, die durften nicht rein und sich auf die Couch legen. Ja. Naja, klar, weil die wollen ja auch wissen, wo sie schlafen, damit sie dann halt auch dementsprechend gucken können. Naja. Hattet ihr Kondome? Das ist eine gute Frage. Wir haben uns Spaß, wir hatten immer so eine Einkaufsliste. Auch bei Chris interessiert mich, ob das, interessiert mich wirklich, Chris, ob das eine Frage ist, die du im Vorfeld geklärt hast. Okay. So im Sinne von, wie sehr darf man die Betten switchen, wie sehr bin ich gezwungen, mich an die Nerdin zu halten oder darf ich auch meine Fühler in alle Richtungen ausstrecken? Meinst du damit Fühler oder was? Ich meine Fühler, ich meine nicht, dass er mit seiner Wünschelrute Leute an anpinkt.
Alright. Du warst gerade bei der Einkaufsliste. Ja, wir hatten so eine Einkaufsliste, da wurde dann eingekauft und irgendwer hat dann aus Spaß so fett Kondome draufgeschrieben, nachdem die zwei was miteinander angefangen haben. Ja. Und gab es welche? Ich weiß es nicht. Ah. Das Ding ist, ich glaube, wir sind hier nicht bei I Use One, wo es einen Bum-Bum-Raum gibt, sondern die sind da. Es gibt einen Bum-Bum-Raum? Bei I Use One, ja. Bei Ex on the Beach gibt es doch auch. Da gibt es die Love Street. Da sind dann keine Kameras drin, oder? Da sind doch, mehr natürlich sind dort Kameras drin. Alles klar. Doch. Da sind mehr Kameras drin. Darf ich dir meinen Willi zeigen? Ja. Ich habe ihn nur gefragt, ob er meinen Willi sehen will. Du willst ihm deinen Willi zeigen, ja? Ich habe Kondome in die Pinnwand geklemmt. Das sollte lieber aufgeklärt werden. Er ist Willi. Also du willst jetzt meinen Willi sehen oder nicht? Die will der Hilde. Ich habe Ruhe für alle. Ich habe keine Fragen. Alles gut. Nur Florian. Chris sagt gerade, bei den beiden war es einfach so eine besondere Situation, deswegen. Wenn ich ja. das Bild sehe, dann war das keine ruhige Nacht für dich. Können also. Doch nicht. Wow, das ist lustig. Das ist gruselig. Mit den ganz schwarzen Augen. Das Timing. Das Timing war echt gut, ja. Witzig. Man hat ja vorgesehen, dass wir alle in unserem Zimmer waren. Ja. Und Alex und ich glaube Alex war das, die dann gemeint hat, könntet ihr jetzt gehen, wir würden gerne schlafen. Ja. Erst wenn alle im Bett waren, sind die Lichter ausgegangen. Ja. Und okay, es war gerade nett, aber es gehen dann halt alle. Ja. Und die liegen im Bett, daneben Beverly und ich im Bett. Und auf einmal hören wir so. Okay. Ja. Beverly ist dann kurz mal ausgezuckt, so von wegen, er wollte schlafen. Ja, ich verstehe. Die Frage ist, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, woher diese Geräusche gekommen sind. Ja. Okay. Glauben wir, hoffen wir. Zu denken. Anna, er war an den Lippen in ihrem Gesicht zugange. Ich bin früher nächtelang wach gelegen. Den größten Scheiß. Ich habe darüber nachgedacht, warum eine Türklinke aussieht wie eine Türklinke. Digga, ja, so jetzt muss ich darüber nachdenken, warum eine Türklinke da. Oh Gott. Ja, schon, oder? Ja. Also die Frage, ja, aber die Frage ist ja relativ simpel zu beantworten, weil ein Hebel immer besser ist als diese blöde Knäufe. Ja, aber das, die Fragen gehen doch dann weiter. Was war zuerst da? Hebel, ja. Knauf? Warum hat man sich dafür entschieden, wenn es zuerst den Knauf gab, dass es jetzt ein Hebel sein muss oder andersrum? Das geht ja weiter. Die Klinke war auf jeden Fall zuerst da. Schiebetüren beste. Schiebetüren bis heute besseres Konzept? Warum überhaupt Türen? Warum nicht alles Schiebetüren? Nee, Schiebetüren nicht besseres Konzept. Die Schiebetür bei uns im Flur, die da immer mit so genau aber richtig... Aber eine Schiebetür nimmt keinen Raum weg. Ja. Das war. Ja, aber dafür hakt sie, ist schwer und tut weh, wenn du gegenläufst. Dann hast du eine scheiß Schiebetür. Ja. Eine normale Tür tut nicht weh, wenn du gegenläufst. Ja, doch, aber gegen die laufe ich. Lauf halt nicht gegen Türen. Außerdem Schiebetür, viel geringeres Risiko, an der Klinke hängen zu bleiben, macht man sich ständig was mit kaputt. Ja, okay, das stimmt. Und man haut mit einem kleinen C immer nur an offene Türen. Ja. Deswegen haben wir einfach kaum noch Türen bei uns. Es ist tatsächlich alle ausgehebelt. Das ist besseres Konzept. Das ist bei mir ein Ding. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, ist das Erste, was ich mache, alle Türen in den Keller zu bringen. Außer Toilettentüren. Ja, und die bei uns zum Streamraum, die haben wir ja Montag zumachen müssen. Die müssen ja zu, weil wenn du Uno spielst, wird das sonst schwierig. Ich finde das immer geil, man sieht immer bei uns zu Hause, wer zu Hause ist. Weil wenn meine Frau da sind, wenn meine Frauen, genau, meine Frau da ist. Harem-Leak. Wenn meine Frau da ist, ja, meine Frauen könnte ich auch meine Frau und meine Tochter meinen, weißt du? Ja. Aber wenn die da ist, sind alle Türen zu. Sieht aus wie in einem Bunker. Krass. Wenn ich da bin, ich bin so ein S-Bahn-Kind, alle Türen sperrangelweit auf. Ja, ja. Ich finde es auch furchtbar. Ne? Ich mag Türen nicht. Also wirklich, Türen brauchst du nur in Räumen, wo es wirklich wichtig ist, wie eine Toilette zum Beispiel. Ja. Okay, aber das ist ja schon extrem. Also damals, das war vor, also wie ich in der Pubertät war. Mit 14 hast du schon über sowas nachgedacht? Ja. Ich war sehr früh sehr reif. Ja. Also ich war sehr früh sehr erwachsen. Das ist zum Beispiel auch der Grund gewesen, warum ich gemobbt worden bin. Weil ich einfach viel weiter war als alle anderen, geistig. Das kann echt belastend sein. Endlich schlafen alle. Tut mir leid. Kinder sind grausam. Da gibt es im Film, ich weiß nicht welcher Film, aber es gibt einen Film, da kommt diese geniale Szene, wo er sein Gegenüber einfach anschaut und sagt, ich weiß, jetzt ist es scheiße, aber deine Zeit ist die Uni-Zeit. Deine Zeit wird kommen. Oh ja, das war sie. Ja, ist wirklich so. Guten Morgen, Zypern. Na, alle gut geschlafen? Da habe ich auch wieder eine lustige Story.
Wir wurden mit diesem Song geweckt. Ja. Wir haben jeden Tag einen Aufwecksong gehabt. Ja. Wir wurden mit Love is in the Air geweckt. Beth und ich springen auf. Was ist jetzt los? Weil das auf urlaut angefangen hat. Neben uns Kono und Alex, die im Bett liegen. Kono springt auf, rennt zur Tür. Wir hatten auch eine Schiebetür dort. Macht die Schiebetür auf und Chris steht vor ihm. Wurde leider nicht gezeigt, aber es war so perfekt. Kono wollte schnell weg, schnell aus dem Weg. Macht die Schiebetür auf. Aber da hätte ich Panik bekommen. Mit dem Song, dann wäre ich mir nicht mehr sicher, dass die Regie den eingespielt hat. Da hätte ich mich gefragt, Christine jetzt eingespielt? Was hat Chris vor? Jetzt soll ich wegrennen? Das ist auch, glaube ich, das, wo man sich dann schon fragt, auch was hat die Regie vielleicht auch gesehen, um jetzt auf die Idee zu kommen, diesen Song einzuspielen? Sind das versteckte Hinweise und so? Mhm. Ich würde mir auch über sowas Gedanken machen. Mhm. Beseelt. Du guckst einfach immer so. Ich bin so nicht aufgewacht. Du hast einfach einen guten Schlaf. Oder verdrängt. So ein ganz zartes Mona Lisa Lächeln. Ich bin glücklich und denke gerade an dich. Die Welt ist ruhig und das Gras wird grüner. Weiße Wolken türmt sich über mir drüber. Ja, solange die beiden nicht das Ziel vor Augen verlieren, ist Chris hat gut. Oben im Stockbett geschlafen. Bei dem sind aber der ist so groß, bei dem sind die Füße oben drüber gehangen. aber das tut doch weh, das stört doch alles ab. Armes Mausel. Wir haben eine ganz gute Frage aus dem Chat tatsächlich. Weißt du, ob die Regie dauerhaft besetzt war? Wahrscheinlich. Ja. War sie, okay. Ja. Alles klar. Ja. Ne? Finde ich auch. Wie ihr wissen könnte, was in der Nacht passiert. Ich habe halt keinen Bock auf einen gebrochenen Kono, weißt du, auf einen gebrochenen Liebeskummer-Kono, wo ich ihn dann trösten muss. Hier muss mit allem gerechnet werden. Auch mit Überraschungsworkouts. Yes. Wir üben jetzt mal ein bisschen Schnelligkeit. Mach dich krass. Es ist klar, dass wir beide nicht dauernd immer nur ganz hinten sein wollen. Wir wollen auch mal ganz vorne liegen. Vor, zurück. Dein Ziel ist es, schneller als Kono zu sein. 3, 2, 1, dude. Go, go, go. Gib Gas. So, Dominik, jetzt gib alles. Letzte Runde. Schaffst du. 2. Was hat sie da für coole Kettlebells? Okay, nicht vergessen. Oh. Au! Meinst du, das dieses das rosa Moped? Ja, ist gut. Tja. Oh nein, der Arme. Sind die, wo du Gewichte verstellen kannst. Das nenne ich vollen Körpereinsatz. In dem Moment, als ich hingefallen bin, hat es mir hier so an der Seite weh. Hier Unfall, Knie und hier natürlich die Zehen. Also, ich zeig's mal kurz. Hier so am Zeh, hier spüre ich immer noch den Druck so ein bisschen. Na, so kleinere Wunden tun ja immer am schlimmsten weh. So, weiter geht's. Stimmt so. Aber. Unfall. Hey, ich habe 2 offene Blasen hier. Als Künstler ist das super scheiße. Ja, weil du sie halt ständig immer wieder berührst, ja. Ja, und weil die auch teilweise immer wieder aufgegangen sind, weil ich mir Sachen dort so. Autschi. Da muss ich jetzt aber auch sagen, da wäre jetzt irgendwie gerade morgens oder so, dann doch lieber erstmal ein bisschen koordinative Übungen machen oder so, ne? Jetzt irgendwie so sprinten am Pool. Für dein kardiovaskuläres System, generell gut, für den Rest des Tages, ist das eigentlich Ausdauersprinteinheiten, sowas am Morgen, ist genial. Aber dann wäre ich doch schwimmen gegangen. Ja, aber das hat nicht den Effekt. Tascha, mein Atem. Ich weiß, ich bin nicht so der sportliche Typ. Ja, ich weiß. Dann muss es jetzt aber werden. Von nichts kommt nichts. Das war jetzt gerade mal eine Runde, Dominik. Mike, nicht am Beckenrand rennen. Mein Herz schlägt und das spüre ich bis hier oben hin, bis in den Hals hinein. Tja, an Training ist so natürlich nicht mehr zu denken. Unfallrisiko beim Schwimmen fast gleich null. Das, glaube ich, ist eine verfälschte Statistik, weil die Leute, die einen Schwimmunfall haben, nicht überleben, können sich nicht mehr dazu äußern. Ich wollte gerade sagen, zählen die denn überhaupt in die Statistik? Nee, ist ja kein Unfall. Das ist einfach so ein Todesfall direkt.